Bevor wir uns die booleschen Funktionen genauer anschauen, müssen wir uns zunächst mit der Return-Anweisung beschäftigen. Genauer gesagt, in diesem Zusammenhang mit der boolschen Return-Anweisung, das wird hinterher noch erweitert. Die boolsche Return-Anweisung besteht aus einem Return, dem Schlüsselwort Return, und einem boolschen Ausdruck, gefolgt von einem Semikolon. Diese Return-Anweisung, diese boolsche Return-Anweisung darf nur in einer boolschen Funktion verwendet werden, nicht in einer Prozedur. Das ist eine Zusatzbedingung, die ich jetzt hier zu den Syntaxdiagrammen hinzuschreibe. Ich führe hier die boolsche Return-Anweisung als Anweisung ein, muss aber darauf achten, dass ich diese boolsche Return-Anweisung nicht in einer Prozedur verwende, sondern nur in boolschen Funktionen. Und was das ist, werden wir gleich noch sehen. Was tut letztendlich die boolsche Return-Anweisung? Ja, der boolsche Ausdruck wird ausgewertet und die Funktion, in der diese boolsche Return-Anweisung auftritt, wird unmittelbar verlassen, wobei dann der Wert, der berechnet wurde, geliefert wird. Das sehen wir gleich noch an Beispielen.